waren wie jeden Monat wieder bei DM einkaufen, haben unseren Monatsfamilieneinkauf gemacht. Und da ist wieder sehr viel bei rumgekommen. Und dann fange ich am besten jetzt mal direkt an, sonst wird das wieder ewig lang, euch die ganzen Sachen zu zeigen, die wir gekauft haben. So, als allererstes haben wir Zewa gekauft. Das ganz normale, günstige Zewa von, also die Eigenmarke Küchentücher, genau, nicht Zewa, sondern die Küchentücher, die Eigenmarke von DM. Ja, die kaufe ich sonst immer bei Lidl, Netto und Co., aber ich war da jetzt gerade nicht und deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Dann habe ich, oder wir haben dann noch einmal Trockenfutter für die Katzen mitgenommen. Das fressen die besonders gerne. Dann habe ich mir von Balea 3 Klingen Einwegrasierer mitgenommen. Die finde ich eigentlich ganz super. Die waren auch nicht teuer, aber ich werde das dann gucken, dass ich das wieder einblende. Die finde ich ganz gut und die sind so ähnlich wie diese Klingen von der Eigenmarke von DM. Mystic oder so heißen die. Und so ähnlich sind die auch. Also ich finde die ganz gut und die sind halt günstiger. Dann habe ich Kaisernatron mitgenommen. Das benutze ich zum Backen eigentlich nur. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass man Kaisernatron ins Katzenklo packen kann und dann das Spreu drüber und angeblich soll das dann die Gerüche entziehen. Man kann es ja mal ausprobieren, aber ich rieche hier eh nichts. Ich habe immer das günstige Katzenstreu von Lidl, damit bin ich super zufrieden. Dann habe ich von Denk mit Farb- und Schmutzfangtücher mitgenommen. Die nehme ich jetzt zum ersten Mal mit. Ich habe mir das jedes Mal vorgenommen, die mitzunehmen. Ich habe immer wieder vergessen aufzuschreiben, also auf meinem Einkaufszettel aufzuschreiben, dass wir die brauchen. Und jetzt habe ich aber dran gedacht. Und weil letztens hatte ich schon ein bisschen Farbe an der Kleidung dran. Besonders wenn man so weiß-schwarze Kleidung hat, dann verfärbt das meistens. Also das Weiße wird dann verfärbt. Ja, und ich hoffe, dass das hiermit nicht passiert. Guck mal, die Gläser, die lassen wir hier. Ne? Du kannst mit den anderen Sachen spielen, aber nicht mit den Gläschen, okay? Und damit auch nicht, geht kaputt. Machen wir damit weiter. Das sind von Baby Love die Bio Erdbeerfruchtchips. Die kommen super beim Leon an, genauso wie die von Freche Freunde. Also, und dann hat man, glaube ich, 50 Cent gespart. Also, ich merke keinen Unterschied und Leon mag es auch. Dann habe ich von Allnatura diese Knabbereulen mal mitgenommen. Ich habe jetzt schon öfter mal in einem Haul gesehen, dass die total gut ankommen bei den Kindern sowie bei den Eltern. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, ob die wirklich so lecker sind. Probier die mal. Die sind so süß. Ja. Bitteschön. Es ist Laugengebäck und schmeckt gut. Wie so Brezeln ohne Salz. Also diese kleinen Salzbrezeln schmecken ganz gut. Ja? Guck mal, 3 lege ich dir noch hier hin. Die kannst du dir dann nehmen, ne? Bitte schön. Den Rest packen wir jetzt weg. Dann habe ich wie immer von Balea dieses Color and Care mitgenommen. Brauche ich nichts mehr zu sagen. Dann habe ich ein paar Badesalze mitgenommen von Balea. Das ist einmal hier der belebende Moment. Und wenn man hier dran riecht, da sind so 2 Löcher, da kann man dran riechen. Es riecht sehr nach Eukalyptus, steht auch drauf, Eukalyptus und Rosmarinduft. Sehr lecker. Dann habe ich einmal Rasiergel mitgenommen. Das finde ich auch super. Das finde ich besser als das normale Rasierschaum. Also immer in verschiedenen Duftvarianten. Dann hat mein Mann wieder seine Zahncreme mitgenommen. Parodontax. Damit ist er super zufrieden. Gerade weil er ja so Zahnfleischprobleme hat. Dann habe ich wieder mitgenommen von WC Frisch diese Blau-Kraftaktiv-Kugeln fürs Klo. Da war ich so begeistert von, weil das ganze Klo, also das Wasser, wirklich richtig blau macht. Und es auch ziemlich lange hält. Ich habe es jetzt seit circa 3 Wochen im Klo und es ist immer noch, sind halb so groß wie jetzt. Also nach 3 Wochen, ja, bin ich begeistert von. Ich war bei einer Freundin auf dem Klo und da war ich auch sehr positiv überrascht, als ich den Deckel hochgeklappt habe
Und das Wasser blau war, obwohl ich das ja schon von uns jetzt kannte, aber irgendwie ist das so, das sieht direkt sauber aus und dann geht man da gerne aufs Klo. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen für unten, fürs Gäste-WC und dann habe ich die einmal mit Lavendel mitgenommen. Oh Leon, pass bitte auf. Einmal mit Lavendel mitgenommen und für oben halt. Du kannst ja hier spielen, aber nicht drauf rumtrampeln. Hier. Dann habe ich wieder Kosmetiktücher mitgenommen, wie ich die immer mitnehme. Die großen hatten sie leider nicht, deswegen habe ich hier einmal nur die kleine mitgenommen. Die Verpackung ist echt stylisch in schwarz-weiß. Die werde ich in meinem Hobbyraum stellen. Oh, auch Leon, nicht das Gläschen. Guck mal hier, hier kannst du stehen, hier sind keine Gläschen. Mit den Sachen kannst du auch spielen. Ja, und dann einmal hier mit so einer Lavendelblüte und so drauf. Dann haben wir wie immer von Baby Love die Quetschies mitgenommen. Einmal in der Geschmacksrichtung Apfel, Erdbeer mit Heidelbeere. Ja, mach auf. Wenn du das schaffst, kannst du den haben. Boah. Ja, hier, der Papa soll. Dann habe ich noch einen Kolli, Karton, wie auch immer, von Baby Love, Apfel, Pfirsich mit Banane mitgenommen. Die gehen ruckzuck bei uns weg. Der steht da total drauf und wie ich schon gesagt habe, ich denke mal nicht, dass das schadet. Dann von Alete die Bärenkekse, die hat er auch schon im Einkaufswagen gegessen. Irgendwann hatte er keine Lust mehr, ist ja auch verständlich. Und dann hat er schon zwei, drei davon gegessen, genauso wie Mama und Papa. Die sind echt super lecker. Dann habe ich Kosmetikstäbchen mitgenommen, wie immer, für meinen Eyeliner oder wenn ich Wimperntusche drauf mache. Die braucht man dann halt. Dann hat mein Mann von Axe Anti-Marks Protection einmal mitgenommen. Das ist wohl eine neue Verpackung, eine neue Sorte. Kann man das eigentlich so sehen oder ist das zu hell? So kann man sehen, ne? Naja, riecht jetzt nicht so besonders. Ich finde Afrika besser oder Afrika oder wie man das auch immer ausspricht. Dann habe ich wie immer von Airwick Freshmatic diese mauretanische Orange mitgenommen. Davon bin ich total begeistert. Das habe ich in meinem Gästebad stehen und das Gästebad riecht den ganzen Monat toll. Dann von Ebelin 200 Wattestäbchen. Unsere waren wieder alle und ohne Wattestäbchen geht gar nichts. Deswegen waren wir auch heute bei DM. Also wir gehen ja eh jeden Monat, aber wir hätten, glaube ich, noch zwei Tage gewartet. Aber ohne Wattestäbchen geht nichts. Dann von Hip Gemüsereis mit Erbsen und zartem Geschnetzelten für Leon, falls ich mal wieder keine Lust habe zu kochen. Aber was in Zukunft jetzt bald nicht vorkommen wird, weil dann der Thermomix kommt. Boah, da freue ich mich so drauf. Ja. Dann habe ich von Ebelin 30 Abschminktücher. Das sind so trockene Tücher mitgenommen. Die wollte ich mal ausprobieren. Ich guck mal, wie die aussehen. Die wollte ich mal ausprobieren für mein Reinigungswasser. Dann brauche ich nicht diese kleinen, dünnen Wattepads benutzen dafür, wenn ich mich nachträglich nochmal nach den Feuchtetüchern abschminke. Also die Reste quasi mit dem Gesichtswasser. Ja, das sind so, also die fühlen sich an wie so Feuchtetücher, die sind halt nur trocken. Und da steht drauf, man kann die trocken und feucht benutzen, also werde ich dann da mein Reinigungswasser drauf machen und mich damit dann halt noch weiter abschminken, also nach den Feuchtetüchern. Dann habe ich noch mal ein Badesalz hier, das ist Tiefenentspannung mit Orchidee und Vanille. Kann ich jetzt gerade nicht riechen. Dann habe ich wie immer von Denk mit die feuchten Einzwecktücher mitgenommen. Davon hatte ich letztes Mal Apfel. Und das finde ich eigentlich auch am besten, aber dieses Mal hatten sie nur noch Zitrone Grapefruit. Und deswegen immer von Lenore mein Amethyst oder wie auch immer man das ausspricht, Blütentraum. Das finde ich total toll. Ich liebe diesen Duft und deswegen habe ich den dieses Mal auch wieder mitgenommen. Und beim letzten Mal habe ich ja schon erwähnt mit Denk mit und so. Ich war mir nie sicher mit so einem Weichspüler. Und da hatte ich, glaube ich, Pfirsich oder so und da war ich positiv von überrascht. Ich habe da richtig viel reingehauen.
Deswegen hatte ich da jetzt nicht gerade viel mehr als hiervon. Aber ich war da eigentlich positiv von überrascht, weil die Wäsche hat genauso gut gerochen. Also jetzt nicht genauso, wie wenn ich sie mit Lenor wasche, aber sie hat gut gerochen. Von daher habe ich mir gedacht, eine Lenor-Flasche muss mit und eine Denk-mit-Flasche nehme ich dann auch mit. Dann habe ich von Melupa das Kindermüsli von 1 bis 3 Jahren mitgenommen. Das habe ich so noch nicht ausprobiert, aber ich hatte ja mal eins Kindermüsli. Ich glaube, das war von Hip. Und das habe ich immer mit Naturjoghurt gemischt und ein bisschen Obst aus dem Glas oder eine zerquetschte Banane oder was ich gerade da hatte. Und das hat er sehr gerne gegessen und deswegen werde ich es hiermit auch weitermachen. Also Joghurt, ein bisschen Milch habe ich noch reingemacht und dann das Müsli. Also nicht das von Melupa, sondern das von Hip, aber ich wollte mal das ausprobieren. Dann habe ich einmal von Baby Love die Eigenmarke, die Schnuller, mitgenommen. Normalerweise nimmt er ja immer nur die Mamm-Schnuller oder diese Durex-Schnuller. Aber ich habe die mal geschenkt bekommen, irgendwann mal zur Geburt oder so. Und die habe ich vor kurzem erst rausgeholt, weil ich die gesehen habe. Und die haben genau dieselbe Form, ich pack die mal aus, genau dieselbe Form wie die vom Mamm. Und er nimmt sie auch. Also er ist da total eigen eigentlich, aber er nimmt sie auch. Die haben verschiedene Schnullerformen von DM. Wir haben jetzt die symmetrische Form. Und es gibt, glaube ich, noch asymmetrisch oder so. Nee, irgendwie anders haben die sich genannt. Und das sind jetzt diese anatomisch haben die sich genannt. Und die sind symmetrisch. Also da muss man dann schon drauf achten, wenn das Kind sonst... Nee, den kannst du noch nicht im Mund nehmen. Also wenn das Kind sonst immer nur die Mamm-Schnuller nimmt oder so, dann solltet ihr darauf achten, dass da symmetrisch draufsteht. Du hast doch da vorne einen Schnuller. Dann habe ich von Signal eine Zahnbürste für Milchzähne mitgenommen. Ja, für deine Zähne. Mit einem Piraten drauf. Den gab es auch in Lilifee. Aber Leon ist ja halt ein Junge und deswegen habe ich keine Lilifee mitgenommen. Hätte ich gerne gemacht. Aber da ist jetzt ein Pirat drauf. Die war ganz süß. Dann haben wir einmal einen Glasreiniger mitgenommen. Das ist wie immer die Eigenmarke von DM. Die nehme ich immer mit. Damit bin ich total zufrieden. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich wirklich alles damit mache. Aber das machen sehr viele. Und mit dem bin ich ganz zufrieden. Dann habe ich von Bübchen eine Pflegemilch mitgenommen. Da musste mal wieder eine mit. Wir hatten eine von der Eigenmarke von DM. Das fand ich aber nicht so gut riechend. Das hat irgendwie nach nichts gerochen. Und dann, ja, deswegen habe ich die jetzt einfach mal mitgenommen. Und das hat diesen typischen Bübchengeruch. Also für mich richtig babymäßig. Auch wenn er jetzt kein Baby mehr ist. Er ist ein Kleinkind, aber er soll trotzdem noch mein Baby sein. Dann hat mein Mann noch ein Axe-Deo mitgenommen. Das ist das Afrika-Deo, Afrika, wie auch immer. Das riecht super toll. Das habe ich ja schon mal hier rumgesprüht und oh, das ist so lecker. Ja. Dann habe ich einmal wieder, wie im letzten Monat auch schon, das Dinkelgrieß mitgenommen. Das ist wirklich sehr lecker. Leon steht da total drauf. Er kriegt es fast jeden Morgen von mir. Immer ein bisschen anders variiert mit anderem Obst drin oder einfach nur ein Obstgläschen mit dazu oder... ich mache da noch ein bisschen Haferflocken mit bei. Er isst es total gerne und manchmal, wenn ich da Bock drauf habe, mache ich mir dann auch noch eine Portion mit dazu. Also dann mache ich das Doppelte. Und ich mache mir da aber noch Süßstoff mit rein, weil ich muss es richtig süß haben. Ein bisschen Süßstoff und ein paar Kirschen oder so. Das ist echt total lecker. Und es ist auch vegan. Aber ich bin ja keine Veganerin. Ich habe mir das mal vorgenommen, aber irgendwie mit einem Mann, der Fleisch über alles liebt und Eier isst und keine Ahnung, klappt das nicht so. Und nee, wenn, dann sollte man auch mit vollem Herzen dabei sein. Das wäre ich dann, glaube ich, nicht, was das angeht. Dann haben wir, wie immer, die Reinigungstücher. Das sind die falschen. Toll, das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe die von Balea mitgenommen, die habe ich früher immer gekauft. Das sind die mit Grapefruit-Duft. Die fand ich eigentlich auch immer ganz toll, aber ich war von denen, von BB,
davon war ich am meisten überzeugt. Also die waren noch besser. Die sind zwar günstiger, wir haben Geld gespart, aber ich finde die nicht ganz so toll, aber die kann man auch nehmen. Also die habe ich auch jahrelang genommen. Dann ist hier noch ein Quetschi. Hier ist auch noch ein Quetschi. Dann habe ich noch einen Eyeliner mitgenommen von Maybelline. Genau. Und da hatte ich schon mal einen von, der war jetzt aber alle, den habe ich auch sehr, sehr lang gehabt. Das war ein Liquid Eyeliner, der war echt super. Den habe ich jetzt auch drauf. Und der lässt sich total toll verteilen. Und dieses Mal habe ich mal einen anderen mitgenommen, das ist ein Line Refine. Liner Express. Achso, andersrum. Ja, der hat so ein... Ich mache das jetzt mal hier so. Der hat so ein komisches Schwabbeldingen da so. Also das ist jetzt kein Pinsel, so wie ich den sonst hatte. Ich hatte so ein, wie gesagt, so ein Liquid Eyeliner. Da war halt ein ganz, ganz dünner, schmaler Pinsel bei. Und die Farbe war auch schön matt. Ja, aber das sieht eher so glänzend aus, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich wollte mal gucken, wie sich das auftragen lässt. Ja, aber wenn es trocknet, also noch glänzt es, ja. Mal schauen, ich bin gespannt. Brauche ich ein Tuch. Dann habe ich, wie beim letzten Einkauf auch schon, die Eisenbrausetabletten von Das Gesunde Plus mitgenommen. Die schmecken wirklich gar nicht mal so schlecht. Man merkt einen ganz, ganz leichten Eisengeschmack, aber das ist ja dann auch normal. Aber das ist jetzt nicht so irgendwie abstoßend oder so. Ich finde die ganz okay. Jeden Morgen eine Kapsel mit Mineralwasser finde ich ganz, ganz gut. Dann hat mein Mann nochmal ein Duschgel mitgenommen. Das Black Light Duschgel von Axe. Es riecht ein bisschen nach Zimt. Also ich finde es jetzt nicht so, vielleicht wenn man es, ja, keine Ahnung, aber ich finde es riecht ein bisschen nach Zimt. Also ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich muss mich damit ja auch nicht waschen. Dann von Denk mit die feuchten Glasreinigungstücher und die sind wirklich, wirklich toll. Also ich kann die wirklich nur empfehlen, wenn Leon sein Abendbrot gegessen hat oder so, auch wenn ich dann, wie heißt es, so ein Platzdeckchen drunter gemacht habe oder so, das bringt nicht wirklich viel bei ihm. Dann schmiert er da rum, gerade wenn er Leberwurst gegessen hat oder so, schmiert er mit den Händen noch rum. Ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja dann auch alles wieder sauber machen. Und mit diesen Tüchern geht das echt schnell. Man braucht einfach nur so über die Stelle gehen und auch nicht mehr nachtrocknen oder so. Das trocknet von alleine. Oder letztens habe ich die Armatur vom Gäste-WC damit ein bisschen sauber gemacht, weil ich wusste, ich kriege Besuch und ich wollte, dass das dann halt schön sauber aussieht. Als ob ich gerade gewischt hätte und alles sauber gemacht hätte. Und wenn man damit einfach so über die Armatur geht, braucht man auch das nicht mehr nachtrocknen. Aber das habe ich trotzdem gemacht und dann hat es richtig schön wie neu geglänzt. Kann ich wirklich nur empfehlen für mal eben zum Reinigen. Dann habe ich unser Bügelwasser wieder nachgekauft von Denk mit. Das riecht so toll und so frisch und ach, echt, man braucht eigentlich, wenn man diese Klamotten anhat, weil da ja schon so viel Weichspüler bei mir drauf ist, braucht man eigentlich, und dann, wenn ich die Sachen dann noch gebügelt habe hier mit dem Bügelwasser, dann brauche ich echt kein Parfüm mehr, weil das riecht so frisch und so sauber. Echt, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann war mein Got2be Schmusekatze leer und das hat jetzt wirklich super lange gehalten bei mir und ich habe mir das wirklich fast jeden Morgen in die Haare geschmiert. Das ist so eine Anti-Frizz-Lotion. Ich benutze das meistens, wenn ich meine Haare stylen will. Also wenn ich mir die jetzt zum Beispiel nicht gewaschen habe morgens, dann sprühe ich mir die ja immer mit diesem Gliss-Kur Zeugs ein, damit ich mir die vernünftig erstmal kämmen kann und dann durch meine Haare komme. Und danach benutze ich ein oder zwei Pumpstöße von diesem Anti-Frizz-Lotion. Schmier mir das in die Haare, damit ich die einfach viel besser stylen kann. Weil gerade wenn ich mir so einen geflochtenen Zopf mache oder so, damit man die einfach viel besser fassen kann, die Haare, und die nicht so, ja, ihr wisst schon, wie ich meine, ne? Und deswegen habe ich das jetzt wieder nachgekauft, weil mein altes jetzt leer war und es hat super, super lange gehalten. Und am Ende ist dann immer noch hier ganz schön viel drin, wenn das leer ist, aber dann habe ich die Kappe immer aufgemacht und habe mir das dann so dann noch auf die Hände gehauen. Also ich kam damit super, super lange aus. Dann habe ich mal ein neues Deo mitgenommen von CD, den Deo Pflegestick. Mein Gott.
Den habe ich mal mitgenommen. Sonst hatte ich ja immer diesen Rexona Deo Stick, davon bin ich auch total überzeugt und der ist so toll. Meine Freundin wollte den nachkaufen, weil ich immer so davon geschwärmt habe und dann meinte sie, sie hat geguckt, da sind aber Aluminiumsalze drin. So, und ich habe mir vorher über Aluminiumsalze irgendwie nie Gedanken gemacht. Ich habe das zwar gehört und dass es halt nicht gut sein soll und so, aber ich habe mich nie informiert, warum es nicht gut sein soll. Und dann hat sie mir erklärt, warum es nicht gut ist, also was bei einer Frau wo schon mal passiert ist, die Aluminiumsalze verwendet hat in ihrem Deo oder wo halt Aluminiumsalze in dem Deo drin waren und was dann mit dieser Frau passiert ist. Und irgendwie, das ist ja auch, kann so viel passieren durch Sachen, die man zu sich nimmt. Aber wenn man das dann so nochmal hört und ich habe mir da wie gesagt vorher nie Gedanken gemacht, hätte meine Freundin das nicht angesprochen, hätte ich das Deo auch wieder gekauft. Aber okay, jetzt gehe ich mit einem besseren Gefühl dran, wenn ich mir dieses Deo drauf packe. Und ich bin gespannt, wie das ist. Ich werde mal dran riechen. Also es riecht wie dieses typische CD. Oh, das sieht aber richtig, ich weiß nicht, das sieht man bestimmt nicht, ne? Das ist so durchsichtig. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, da wäre noch so eine Plastikkappe drauf, aber das riecht also wie dieses CD-Deo. Ich bin gespannt, ob es auch so gut ist wie das von Rexona. Ich werde es mal testen. Also wenn es beim nächsten Haul dabei ist, dann bist du Bescheid. Dann brauchte Leo noch ein neues Badezusatz. Das haben wir das wieder mitgenommen, wie immer. Dieses Schlafgutbad mit Lavendelduft. Und das riecht wirklich total entspannend. Ob er dadurch jetzt besser schlafen kann, weiß ich nicht. Er schläft so eigentlich auch ganz gut. Aber ja, es riecht einfach gut und warum nicht, ne? Und dann brauchte ich noch ein neues Make-up, da habe ich dieses Mal, das habe ich noch nicht gekauft, von Catrice All Matte Plus, habe ich einfach mal mitgenommen. Ich bin gespannt, wie das so ist. Ich hatte sonst immer das von P2 und das ist die 025 Sandbeige. Ich bin gespannt. Dann habe ich wie immer ein paar Obstgläschen mitgenommen. Eigentlich brauche ich da nicht mehr viel zu erzählen, ne? Einmal die. Und dann die, habe ich ja schon gesagt, die kommt Leon in seinem Joghurt rein, in seinem Grieß. Die packe ich überall eigentlich mit rein. Der isst die total gerne und warum auch nicht. Oder mal so zwischendurch. Und dann habe ich so als Nachspeise nochmal so Abendbrei, Grieß, Banane mitgenommen. Schokolade ist dann auch dieses Mal mit bei. Ja, er ist ja jetzt schon etwas älter, da kann er ja auch normale Sachen essen, ne? Ich meine, das sind zwar Gläschen oder so, aber für zwischendurch ist es ja okay. Dann habe ich noch einen Wäschekorb voll und dann bin ich auch endlich fertig. Einmal seine Reiswaffeln, die sind nicht mehr so beliebt wie früher. Also er hat ja jetzt viel mehr Sachen, die er auch essen kann und da von uns aus, da ist das schon fast uninteressant. Aber die kommt trotzdem noch, wenn wir unterwegs sind, eigentlich ganz gut an, aber nicht mehr so wie früher. Dann ein paar Pflegetücher wieder für ihn. Und von Babylove habe ich ja gesagt, sonst habe ich früher immer die von Hip genommen, aber da er jetzt wirklich nur noch einmal abends die Flasche bekommt, warum nicht, dann nehme ich die von Babylove, die 1er, die ist ganz gut. Die 3er fand ich nicht so gut. Ich finde immer, wenn ich die geschüttelt habe, die 3er, dann hat sich oben ein Teil von dem Pulver immer in dem Nuki da verfangen. Ich meine, klar, man kann auch diese Plättchen, oder die sind sogar dafür gedacht, diese Plättchen da drauf zu drücken, also auf diese Flasche und dann zu schütteln, aber mir dauert das immer alles zu lange. Deswegen habe ich es eigentlich immer mit dem Nuki oben drauf geschüttelt. Und das ging bei jeder Milch ging es eigentlich ganz gut, nur bei der 3er von Babylove nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir damit eigentlich ganz zufrieden mit der 1er. Ich habe es jetzt schon öfter mal ausprobiert, dass er abends mal keine Flasche kriegt. Manchmal reicht ihm das Abendbrot und dann braucht er keine Flasche mehr. Aber manchmal, dann tanzt er dann eine halbe Stunde lang im Bett rum und kann nicht einschlafen. Und dann gebe ich ihm halt noch die Flasche und dann schläft er auch sofort ein. Also solange es wirklich abends vorm Schlafen gehen ist, habe ich damit keine Probleme. Dann kann er ruhig noch ein Jahr lang machen. Aber nachts, das war wirklich die Hölle für mich. Deswegen bin ich so froh, dass er nachts keine mehr braucht. Dann haben unsere Katzen, brauchten dann wieder was zu fressen. Da haben wir das von KitKat mitgenommen. Wir haben sonst auch immer das von Whiskas, aber ich weiß gar nicht, warum wir das dieses Mal nicht mitgenommen haben. Ich glaube, die waren im Angebot oder was auch immer. Noch eine. Dann habe ich die Edelstahlpads von Profissimo wieder mitgenommen.
Die sind echt super, gerade für den Kamin, um den sauber zu machen, ohne dass man da irgendwelche Kratzer reinhaut. Oder für den Backofen finde ich das auch super. Oder halt auch für Töpfe, wenn man da irgendwie was Eingebranntes so nicht mehr rausbekommt und mit der Spülmaschine auch nicht weggeht. Ja, die sind super. Dann habe ich von Ebilin die 140 Wattepads wieder mitgenommen. Meine waren halt schon aufgebraucht und deswegen brauchte ich neue. Die nehme ich meistens, wenn ich mich dann mal geschminkt habe, für meine Augen, um das Augen-Make-up zu entfernen. Also ich schminke mich nicht so oft, eigentlich nur am Wochenende, wenn ich die Zeit dafür habe. In der Woche mache ich eigentlich nur so ein schnelles Mama-Make-up. Dann habe ich von Baby Love die feuchten Waschlappen mitgenommen, die ich immer dabei habe. Ja, die finde ich total toll und davon haben wir wieder zwei Pakete mitgenommen. Das andere haben wir schon in Gebrauch. Dann sind hier nochmal Obstgläschen. Und dann haben wir von Baby Love die feuchten Tücher wieder mitgenommen. Die haben es eigentlich immer noch so, dass wenn man ein Tuch rausnehmen möchte, dass dann da mehrere von rauskommen. Aber ich finde, für den Preisunterschied brauche ich jetzt nicht extra die von Pampers kaufen. Deswegen nehme ich die wieder mit. Dann habe ich von Soft Lahm, weich und mild, wie immer die Sensitiv-Variante mitgenommen. Für den Leon, damit seine Wäsche nicht nach Parfüm riecht wie unsere. Dann von Signal, die ich sonst auch immer dabei habe, die Zahnpasta. Finde ich auch super. Dann haben wir noch ein Fertiggericht, wenn ich keine Lust habe zu kochen für Leon. Wilder Nudelzoo. Dann habe ich von der DM Eigenmarke Dinkelkörner mitgenommen, weil der Thermomixer jetzt bald kommen wird. Und ich freue mich schon, der wird auf jeden Fall diese Woche noch kommen. Und deswegen habe ich schon mal ein paar Körner mitgenommen. Wir haben nämlich bei dem Erlebnisessen haben wir dieses Dinkel-Weizen, keine Ahnung, Baguette gemacht. Und da hat die auch so frische Körner reingemacht und das werde ich dann auch machen. Das war so, so lecker. Und deswegen habe ich dann dieses Dinkel-Zeugs mitgenommen, die Dinkelkörner, damit ich das dann halt mir selbst Mehl mahlen kann. Ich hätte jetzt auch Dinkelmehl mitnehmen können, aber wenn ich schon einen Thermomix habe, dann kann ich auch Körner mitnehmen, ne? Dann habe ich von Denk mit destilliertes Wasser mitgenommen. Das brauchte ich. Ich mache meine Nägel ja meistens selber. Also Gelnägel habe ich. Und wenn man die sich selber macht, dann braucht man auch Cleaner. Und Cleaner mache ich mir meistens selber mit destilliertem Wasser und Isopropanol. Also es kommt einfach viel mehr bei raus, wenn ich es selber mache und es ist viel, viel günstiger. Isopropanol kann man sich in der Apotheke kaufen, aber ich bekomme das von einer Bekannten. Dann habe ich hier noch so ein Badesalz von Balea, das ist die sanfte Erholung mit Jasmin und Lilienduft. Ja, das riecht ganz gut. Und dann eine Maske von Balea, das ist die Lavendel-Mousse-Maske, die hatte ich noch nicht. Ich habe öfter mal so eine Maske, gerade wenn ich in der Badewanne liege und dann die Zeit dann halt für mich habe, dann mache ich mir auch direkt eine Maske drauf und das entspannt mich dann und das ist sogar eine Entspannungsmaske. Und Lavendel finde ich total toll, das soll ja eh entspannen und beruhigen und das brauche ich momentan. Dann habe ich, ach ja, das habe ich auch noch mitgenommen, möchte ich jetzt vergessen. Von Manhattan ein Wake-Up-Concealer mitgenommen. Das ist Mamas bester Freund, ein Concealer. Ja, damit man die Augenränder nicht so sehen kann. Und das habe ich noch nicht. Also ich hatte beim letzten Mal den von Catrice, den in der silbernen Verpackung, also in so einem silbernen Stift, da musste man unten so nachdrehen und dann kam immer wieder was raus. Der hat jetzt einen Monat gehalten, wirklich einen Monat. Und so oft habe ich den gar nicht drauf gemacht. Klar, morgens nach dem Aufstehen gucke ich schon, dass ich den dann meistens drauf mache, damit man meine Augenringe nicht so sieht. Aber der war jetzt auch nicht so toll. Und dann wollte ich diesen Liquid Concealer holen von Catrice, aber der war ausverkauft und deswegen habe ich den einfach mal von Manhattan mitgenommen. Also der ist so ähnlich aufgebaut wie der von Catrice. Ja, ich denke mal nicht, dass er dann anders sein wird oder so oder schlechter. Aber ist ein Euro günstiger, der von Manhattan. Dann habe ich noch eine Maske, das ist eine Peel-Off-Maske. Die soll das Hautbild verfeinern. Die habe ich auch total gerne, die mache ich mir dann auch in der Badewanne drauf, dann lasse ich die ein paar Minuten einwirken, ich glaube 15 bis 20 Minuten. So lange entspanne ich dann auch in der Badewanne und dann irgendwann reiße ich mir die so ab. Und das, ja, alleine, dass man das sich so abreißen kann, dann gibt es einfach schon das Gefühl, als ob man den ganzen Dreck mit abreißen würde und die ganzen
ja, Hautunreinheiten. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber es gibt mir ein gutes Gefühl und so teuer sind die nicht. Und noch eine Maske musste mit, das ist die Q10 Antifalten- und Energiemaske. Ja, ich bin dann jetzt auch 30 Jahre alt und deswegen habe ich mir gedacht, bräuchte ich mal was gegen Falten. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich viele Falten, so ein bisschen hier oben. Ja, aber die hatte ich früher schon immer, ich weiß nicht, ob ich zu viel mit den Stirn gerunzelt habe, keine Ahnung. Aber ich werde die einfach mal nehmen, Maske ist Maske, ob das jetzt wirklich mein Gesicht strafft, weiß ich auch nicht, aber es gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann habe ich noch mitgenommen von DM, vom Balea Aftershave Pflegegel. Ach, ein Gel? Okay. Ich dachte, eigentlich wollte ich die Creme mitnehmen. Die sieht genauso aus, aber die ist ein bisschen kleiner, wenn ich das gerade so sehe. Obwohl, das ist das. Ja, Gel, also sieht auch aus wie Creme, aber es fühlt sich ein bisschen flüssiger auf der Haut an, wenn man es einreibt. Und das ist super, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr so immer gereizte Haut habt nach dem Rasieren. Also ich finde es ganz gut. Ob es jetzt die Pickel vermindert, wenn man sich zu oft rasiert oder nicht, weiß ich nicht. Da habe ich einen anderen Tipp meistens. Da nehme ich immer dieses Nivea InDusch als Rasiergel. Also anstatt Rasiergel benutze ich dann Nivea InDusch. Und dann rasiere ich mir mit Nivea InDusch die Beine. Und dann habe ich meistens auch keine Rasierpickelchen, wenn man sich die alle 3 Tage rasieren muss oder so, gerade im Sommer. Also ich habe dunkle Haare und da sieht man sofort die Stoppeln, wenn die rauskommen. Und wenn man aber jeden Tag schwimmen gehen möchte, ist es doof, wenn man es dann sieht. Und deswegen sollte man sich die schon regelmäßig rasieren. Und da kann ich wirklich nur dieses von Nivea InDusch, oder Balea hat auch, glaube ich, so InDusch-Varianten, ne? Also meine Freundin nimmt immer von Balea dieses InDusch. Ich meine schon, dass sie meinte von Balea, weil sie hat mir den Tipp damals gegeben. Und ich habe aber so viel von diesem Nivea InDusch immer zu Hause gehabt, weil ich so viele Sets zu Weihnachten von Nivea geschenkt bekommen habe. Und das benutze ich dann meistens, wenn ich mir relativ häufig hintereinander die Beine rasiere. Und das kann ich dann auch wirklich empfehlen. Aber für nach dem Rasieren ist das super. Kann man das sehen? Ja, ne? Dann habe ich wieder ein paar Riegel für den Leon mitgenommen von Babylove, die Bio-Getreideriegel. Die isst er total gerne. Und von Alete ein Fruchtriegel, Himbeerapfel. Nochmal Himbeerapfel. Und die sind wirklich lecker. Die habe ich beim letzten Haul, das sind hier diese Getreideriegel-Apfeltraube. Das habe ich ja beim letzten Haul erwähnt, dass die sich irgendwie so rundlich hier anfühlen. In der Mitte ist es so eingedrückt. Und wirklich, die schmecken richtig geil nach Traube. Ich zeige euch das mal. Ich habe nämlich jetzt voll Hunger drauf. Und Leon mag die auch. Und man merkt, also das ist einmal so. Also da ist auch nicht dieses Esspapier zwischen. Das ist echt total lecker. Und es schmeckt richtig nach Traube. Die Traube kommt da raus. Man merkt auch so einen Teil an Getreide. Also ich finde jetzt, alles andere fand ich immer total, bah, wie eklig. Aber ich muss sagen, also das ist eigentlich ganz okay. Also davon war ich dann echt positiv überrascht, dass man das auch essen kann. Ne? Ja, das war's dann auch. Das ist dann alles gewesen. Ich bin gespannt, wie lange dieses Video wieder dauern wird. Ich gucke eigentlich schon, dass ich das immer so ein bisschen so zusammenschneide, dass es, weil ich erzähle manchmal viel zu viel und dann muss ich ja einfach was rausschneiden, weil sonst würde das Video 2 Stunden lang gehen. Und dann, wenn der kleine Mann hier noch rumläuft, dann bin ich ja auch oft immer unterbrochen, werde ich auch immer oft unterbrochen. Aus diesem Grund schneide ich dann auch immer viel raus. Ja, deswegen hoffe ich, das Video wird dieses Mal nicht wieder allzu lang. Und dann sage ich mal, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!